Hallo liebe Mitreisende, ich wollte mal ein Video erstellen nach meiner einjährigen Weltreise, wie man sich so fühlt und wie es wieder ist in Deutschland zu sein. Bisschen komisch, ich sag's euch. Ja, ich bin jetzt wieder hier. Ja, kann man nichts machen, ist halt auch wegen finanziellen her. Was mir aufgefallen, die Menschenmenge, also ist ja kaum was los, also gut, ich lebe eh so im Dorf. Aber im Vergleich zu anderen Ländern sind ja echt wenig Menschen. Also ich bin da in Straßen erstmal entlang gelaufen, da waren keine Autos, gar nichts, wo ich mir dachte, what? Ja, weil ich hier komisch. Ja, ich bin halt auch direkt zum Arbeitsamt, Tag danach, kann ich auch noch empfehlen. Muss ja jeden Tag versichert sein in Deutschland. Und zumindest die ersten 13 Monate muss ich arbeitslos melden. Sonst hat man ja keinen Anspruch dann darauf mehr, ne? 13 Monate. Ich bin jetzt nach einem Jahr wieder gekommen, also habe ich dann wieder Anspruch gehabt auf Arbeitslosengeld. Deswegen direkt angemeldet. Aber ich habe erstmal einen Job wieder. Ja, ein bisschen Geld sparen. Ich habe einen Job wieder bekommen. Und ja, neue Position, aber gut. Ja, tolle Firma. Also wieder Geld sparen. Und meine alte Wohnung habe ich auch wieder. Hatte ja die ja untervermietet. Für ein Jahr bin ich wieder eingezogen. Allerdings noch nicht so ausgepackt, also ist alles noch so ziemlich, ja. Aber ich bin es nicht mehr gewöhnt, das Problem, wenn man auch rumreist im Hostel oder so, dann ist so eine Wohnung wieder mega komisch, irgendwie zu viel Platz und man braucht das Zeug gar nicht. Also alles, was ich eingepackt hatte in Kartons, habe ich das ganze Jahr eh nicht gebraucht. Warum brauche ich es jetzt? Also, weiß nicht, ein bisschen komisch. Also, die PlayStation habe ich ausgepackt, aber dennoch, ich werde alles runter in der Keller verfrachten und gut ist. Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben, ein bisschen schon was erwähnt, ja. Ja, man macht alles ein bisschen langsamer, also das merkt man schon nach 3-4 Monaten Reisen, dass man alles ein bisschen langsamer anpackt, ist nicht so mega schnell, wie man es hier gewohnt ist, wenn man arbeitet. Das war schon Essen, ja, also die alle essen hier mega schnell, also ich war immer der Letzte beim Essen, weiß ich wie, keine Ahnung, im Ausland ist es ein bisschen gemütlicher alles. In Deutschland essen irgendwie alle schnell. Ja, da muss ich erstmal dran gewöhnen, schneller zu essen. Oder am Laufen merkt man es auch schon, wo ich eigentlich ein schneller Läufer bin, aber alles ein bisschen schneller hier. Ist jetzt nicht so schlimm, so wäre der Vorteil nicht. Ja. Sonst viel Regen war jetzt hier. So viel Regen wie hier gab es. Boah, also jetzt April, also Mai, brutal. Und lange Hosen. Habe ich auch kaum angehabt, höchstens Peru habe ich angehabt, ja, Peru. Flipflops keine mehr, aber jetzt kommt der Sommer, oder ist Sommer jetzt schon da, so. Jetzt kann ich wieder Flipflops tragen. Aber dennoch komisch, mal wieder Jeans anzuziehen. Hier ist es kein Jeans, aber mal wieder eine Jeans oder Jacke, war schon irgendwie komisch. Aber man gewöhnt sich wieder schnell dran. Ja, wie im Zeug schon gesagt, von Backpack gewohnt, was da drin ist, und das war's. Also selbst Klamotten, ne? Gut, jetzt habe ich wieder mehr Klamotten. Ich habe meine alte noch gehabt, war wieder schön was anderes anzuziehen. Man hat sich so wenig an das wenige Zeug gewöhnt, also. Aber ja, ist nicht so schlimm. Ja, sonst ein bisschen stehen geblieben hier alles. Ich wollte eigentlich in eine neue Wohnung reingehen. Weil wenn man zurück in die alte Wohnung kommt, ist es so ein komisches Gefühl, so man ist erst hier raus, auf die Weltreise gestartet gegangen, ja. Dann ist es komisch, wenn man in die alte Wohnung reingeht, genauso wie im alten Job. Deswegen, aber der Job ist nicht so schlecht, deswegen bin ich auch wieder zurück, ja, also. Aber dennoch, wieder in der Wohnung hier zu sein, hätte man vielleicht eher einen Schlussstrich machen sollen, neue Wohnung, da fühlt man sich wieder ein bisschen, fühlt sich wieder ein bisschen an wie ein anderes Leben. Aber der Rest ist ein bisschen stehen geblieben. Die Freunde, die haben ja auch noch ihre alten Jobs und alles drum dran, alles noch so gleich. Und dann ist es so, ja, weiß nicht. Ja, man vermisst halt schon irgendwas Neues zu unternehmen. Kann man ja auch, habe ich auch ein bisschen gemacht. Ich habe ein paar Sachen immer erledigt. Was gewesen, wandern ein bisschen, Volleyball spielen, das war ich. Rammstein-Konzert war ich in der Schweiz, ganz kurz mal noch. We'll be right back.
auch ziemlich cool. Ah, ich war in der Schweiz, war auch im neuen Land. Naja, gut, Schweiz ist nicht so weit entfernt von mir jetzt. Aber Schweizerdeutsch ist aber echt komisch, Leute. Aber kannst du aber noch gerade noch so verstehen. Aber ja, man kann ja noch ein paar neue Dinge hier erledigen. Oder irgendwie kurz Urlaub mal weggehen, das Wochenende oder sowas. Ja, sonst war es natürlich schön, Freunde und Familie wieder zu sehen. Auf jeden Fall, noch über einem Jahr. Habe mich dann auch abgeholt am Flughafen. Wollte da jetzt auch nichts filmen, also ich habe das jetzt privat gelassen. Wir wollen was Deutsches essen, Fleischkäse und Pommes. Ja, alles gut, mal viel Fleischkäse gegessen. Zum deutschen Essen, ich habe es erst abends so vermisst auf der Weltreise, aber nach einer Woche ist man dann wieder gesättigt, ja. Dann gibt es ja mal ganze Wurstsalat und jetzt Fleischkäse, Schnitzel, Bratwurst. Also nach 2 Wochen ist man mal gesättigt, also man kann sich auch im Ausland eigentlich damit sättigen, wenn man einfach mal zum deutschen Restaurant geht. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. War aber auch wieder lecker, so Currywurst, kann man nichts aufschlagen eigentlich. Und ja, sonst vermisse ich neue Leute kennenzulernen, das vermisse ich schon brutal. Also hier lernt man selten welche kennen, also Gemeinschaftsraum oder so war im Hostel natürlich genial, ja. Also nur so Couch. Leute über alles, Gott in die Welt geredet, einfach zugehockt und gebabbelt. Und so hat man allgemein mehr Leute kennengelernt auf Reisen. Das fehlt schon ein bisschen, ja, irgendwie. Weiß nicht. Natürlich war immer Hauptthema das Reisen. Aber dennoch kann man ab und zu mal tiefer ins Gespräch mit Leuten. Man versteht sich gut. Hat auch mehr Freizeit gehabt, mehr Spaß. Jetzt, wenn man wieder arbeitet, hat man jetzt wieder wenig Freizeit. Ist mir auch aufgefallen, was ich vermisse. Also abends ein paar Stunden, klar, aber ist doch ein bisschen anders, ja. Ja. Sonst Gefühl natürlich, ja, also schon traurig, würde ich sagen. Also, ja, ich würde schon sagen, traurig, muss schon ehrlich sagen. Natürlich denkt man ab und zu immer dran, also es kommt schon fast täglich erstmal hoch. Vielleicht Verarbeitungsprozess oder sowas, weiß ich auch nicht, aber immer wieder, oder wenn man ein Land fällt und man sagt Japan, dann denken wir dann an die Reise an Japan. Und Japan war ja, Japan war ziemlich geil, Leute. Und dann vermisst man es irgendwie schon. Also doch brutal, ich würde schon gerne wieder reisen gehen. Ja, dazu komme ich aber noch. Ja, ja gut, kann ich das noch ergänzen. Ist auch schwierig jetzt die anderen anzuschauen, die Vlogger. Ich mag die ja und hat immer wieder gern geschaut. Also vor meiner Weltreise war ich ja voll gehypt. Ja, die ganzen Vlogs von Life to Go und Geh mal reisen. Alle immer angeschaut, was ich anschauen konnte. Und ich schaue es eigentlich immer noch gern an, aber mit so einem unterbewusstes Gefühl, das mich traurig macht, dass die jetzt auf Weltreise gehen. Vielleicht ein bisschen neidisch, kann ja auch sein, muss ich zugeben. Aber wenn man auf Weltreise gehen will, kann man immer wieder auf Weltreisen gehen. Ja, also. Beispiel Geld zusammen sparen, ne? Und dann können wir wieder losziehen. Weil das Reisen an sich ist eigentlich nicht so teuer, als wenn man wieder hier ist. Ne? Hier hat man wieder Miete, hier hat man die ganzen Verbindlichkeiten wieder. Wenn man auf Reisen ist, hat man es ja nicht. Ne? Das hat man für die Unterkunft, aber es ist genauso viel wie für die Miete auch. Ne? Also, ja, das ist so mega krass. Teuer war es auch nicht. Das Video zur Gesamtkosten mache ich noch. Bin auch gerade dabei, meine Homepage wieder richtig aufzupeppen. Wieder. Fast alle Kosten ist drin, bis auf die Gesamtkosten, aber pro Land habe ich eine Kostenliste erstellt, was ich ausgegeben habe. Und ja, Leute kennenlernen, habe ich schon gesagt, ja, man lernt im Ausland echt schnell Leute kennen. Und ja, natürlich auch Frauen, ja, das ist im Ausland auch so, dass es ein bisschen anders ist, aber ja, das vermisse ich irgendwie schon, ja. Ja, bin ich wieder in der Komfortzone drin, wie gesagt, ich habe ja alles. Bester Wohnsitz, direkt um die Ecke Supermarkt. Aber es würde mir jetzt nichts ausmachen, aus der Komfortzone wieder rauszugehen. Demnach könnte ich mir auch eine zweite Reise vorstellen oder irgendwo hinziehen, irgendwo ins Ausland oder selbstständig zu machen. Und das habe ich auch öfters überlegt. Und ich lese momentan auch viele Bücher. So Selbstständigkeit, hier zum Beispiel 4 Stunden Morgen, kann ich auch jedem empfehlen. Oder ich kann euch mal den Link und eine Videobeschreibung mal hinmachen. Einfach ein bisschen selbstständig werden jetzt, ja, mal gucken, wie es so läuft, ein bisschen mehr informieren und was und vielleicht doch irgendwas mit Reisen komplett. Ja, natürlich jetzt mit YouTube-Videos,
stellt man sich so leicht vor, ah, okay, da steht man ein paar, bekommt man viel Geld und so, aber so ist es natürlich nicht, ne? Und momentan gibt es auch zu viele Wettbewerber, obwohl es ja kein Wettbewerber sind, aber ihr wisst, was ich meine. Vor ein paar Jahren hätte es eher geklappt, aber jetzt macht es ja, machen die das ja viel, die auf Weltreise gehen, die machen auch die Videos oder Vlogs. Was ja erstmal Sinn macht. Ich bereue es auch nicht mit den Videos. Hat zwar als immer Zeit gekostet, die zu erstellen oder immer dran zu denken. Ne? Das ist halt die Schattenseite. Ne? Ihr müsst dauernd die Kamera mitnehmen, dauernd gucken, dass ihr das richtige Video dreht, richtige Blickwinkel und ein bisschen informieren. Das sind die Schattenseiten. Aber am Ende, ja, bin ich dann doch froh, dass ich es gemacht habe und so viele Fotos geschossen habe. Wäre aber auch nicht verkehrt. Ja, wie gesagt, will Geld sparen, dann vielleicht die Weltreise 2.0. Hätte schon da voll mega Bock drauf, wegzugehen. Also, wenn man mal ein bisschen hier ist wieder, dann kommt man schon wieder ein bisschen gestärkt, die Energie ist langsam wieder da. Weil nach einem Jahr Weltreise hat man schon ein bisschen gemerkt, man war abends mal reisemüde. So war es zumindest bei mir, wo ich dann mal an einem Ort dann doch mal eine Woche geblieben bin. Also, reise echt nicht so schnell, reicht. Vielleicht am Anfang ein bisschen, aber abends mal ein bisschen, aber dann bleibt man an einem Ort. Also kann ich echt nur empfehlen, um mal wieder Energie zu tanken. Aber irgendwann mal vergeht dann doch so ein bisschen die Lust. Also ich habe es am Ende ein bisschen gemerkt. Ich hab dann, ja, ich bin wieder nach Asien, klar, aber weniger geflockt. Einfach ein bisschen das Leben genießen wollte, ne? Auch, aber man hat so ein bisschen gemerkt, dass ja, Motivation doch ein bisschen gefehlt hat. Aber jetzt hätte ich wieder voll Bock drauf, wieder mega viele Vlogs zu erstellen und zu schneiden, Länder zu besuchen, was Neues zu machen. Ja, bleibt auf jeden Fall auf meinem Kanal. Dann mal schauen, Weltreise 2.0. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ruhig fragen. Es werden noch ein paar Tippvideos so kommen, vermutlich. Und Gesamtkosten, das auf jeden Fall. Gesamtkosten meiner Weltreise, was wir die ausgegeben haben. Ich habe echt jetzt jeden Cent nicht, muss man nicht übertreiben, aber schon ziemlich gut alles aufgeschrieben. Immer wieder Notizen und alles aufgehoben. Ja, safe travels, Freunde, ja.